Mann, Datenverarbeitung. Ah, wunderbar. Man will eigentlich nur Dämonen töten und alles, was du kriegst, ist, ja, ich stimme zu. Go fuck yourself. Jetzt haben wir mal in die Faces gefixt. Jo. Wie lange der Stream heute geht? Keine Ahnung. Vielleicht so bis 2021, je nachdem. Also ich will es jetzt auch nicht komplett runterschlingen heute. Bin ich ganz ehrlich, weil ich habe morgen auch nur einen relativ kurzen Tag. Zur Not kann ich also morgen auch noch weiterspielen. Ich sehe schon, also das Spiel scheint nicht lang zu sein. Circa 7 Stunden. Das ist okay. Aber ich will das jetzt, wie gesagt, ich will es jetzt nicht runterschlingen. Oh, fancy. Ah, wir machen mal original. Ist echt nicht lang. Ja, aber sofern es Wiederspielwert hat, wenn der Wiederspielwert da ist. Ich meine ja nur, also wenn der Wiederspielwert da ist, ist das vollkommen okay. Es ist schön. Der Gott kann dir jetzt auch nicht mehr helfen, Frau! Naja, immerhin konnte ich da meinen Geburtstag noch feiern. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Immer mit seinem grünen Daumen wirklich hart Overkill gegangen. Bin ganz ehrlich, ich mag den Font, den sie hier benutzen. What am I doing wasting my time here? He's got this. Fucking Dante. You should not underestimate this demon. After all. It was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. Okay. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, was ist er für ein fucking Edgelord? You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Vermiss mein Arm. Ob er denn auch sowas gesagt hat wie Raiden? Der Schusch gegen die Dämonen. Und hallo. Ragnar Zero, danke für die Bits und moin moin. Ja gut, ich habe jetzt natürlich Lords and Lords of Money. Oh. Oh, can we talk about this? Can we just talk about this? Oh yes, es klingt wie eine fucking geile Waffe. Bin ja ein bisschen vorausspiel. Okay, da hat sich nichts verändert. Sackgesichter. Legitly.
Empusa? Ja, ein Revolver mit zwei Kugeln. Das sind aber viele zwei Kugeln, aber es macht ja nichts. Kampf bevor wir sie gehen und wir zerstören, kennen wir. Bam, 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 bam. Kann ich das aufladen? Nö. Oh! Noch Wiederbelebung. Okay. Okay, ich krieg 700 von einem so ein Vieh. R1 ist anvisieren. R1 und 3 kannst du Ziel ändern. Ah, okay. Ich war schon immer ein Fan von Neros Revolver. Der klang immer schon geil. Hast du den DMC-Anime gesehen? Ja, es war jetzt schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn persönlich ziemlich gut sogar. Der Soundtrack ist nice. Mein Ärmchen. I. Nach hinten Dreieck verfügen sie über Spezialtechniken, Beispiel High Roller. Eine gehen in der Luft, okay. Ach so. Ich liebe es sowieso, die Waffe aufzuladen. Das klingt denn noch geiler. Automatic. Hey, got you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Okay, crazy bird. Crazy bird fuck. Das kaputt machen. Yes. Habe ich bislang andere Kombos außer... Ich glaube nicht. Badass. Weil normalerweise hatte man doch... Ne, ich glaube, Kombos kriege ich echt erst neue später. Klingt so, die Waffe klingt so gut. Klingt so fucking gut. Gaff. That's a vagina. Mit der DMC-Crew. Ohne die Leute, die fucking DMC Devil May Cry gemacht haben, hoffe ich ja mal. Hold on, Dante. Oh shit. That's a new. Well, looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Did your mother ever teach you it's not nice to steal? Hey, con jackass. Sorry, Dante. I'm bagging this bitch. Oh, yes, that's hab ich vermisst.
Feuerball. Ah, okay. Cool, I got gooped. Jesus. Is this shit scripted? Ich mach dem Ding überhaupt keinen Schaden. Okay, this is something. Okay. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Ganze so ist, so wie es ist. Ja, hab ich mir schon was gedacht. Weil irgendwie mache ich dem Ding keinen Schaden. Warum werden mir die Stilpunkte hier angezeigt? Oh nein, ich lasse Demos generell aus. Verschwende meine Zeit nicht an Demos. Round two. Looking good, Dante. Nur weil ich nur einen Arm hab, asshole. Just punched him. Das ist ein größerer Käse als Mundus, so wie es aussieht, ja. Oh, komm in der Sei. Ich muss mir noch dran gewöhnen, dass ich jetzt auf Knopfdruck meine Cam an- und ausschalten kann. Hä? What happened to Dante? Was weiß ich, Onkel Benz? Oh yeah, that's much hentai. This can't be happening. Dante lost. Wie verkaufe ich jetzt meinen Reis? There's nothing we can do. Okay, sorry. We must go. Hey Keldo. Ooh.
Okay, mir gefällt auf jeden Fall schon mal, wie sie das hier designt haben. Sieht nice aus. Ja, das ist echt schnell eskaliert, ja doch. Das ist echt sehr schnell eskaliert. Tja, was hat Dante nun mal davon, wenn er ein Nebencharakter ist? Was hat er davon, wenn er seine Spiele zu anderen Leuten outsourced, die denn einfach mal den schlimmsten Charakter überhaupt schreiben? Déjà vu. Ein Monat später. Killed your father. Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. I have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Jetzt muss ich überlegen, wen hat Nero in 4 umgebracht? Kann ja nur... Nee, warte. Kann er nur Kratos sein oder der alte Sack, der der Final Boss war? Ist auf jeden Fall badass. Paff. Gib ihm. Gotta let it. Das war der alte so. Echt? Ach, stimmt ja. Ganz vergessen. Oh ja, das ist awesome. Agnes? Ja, aber Dante hat doch Agnes ge... Oh, fuck it. Aber es macht Sinn, von wegen Research. Darf ich, by the way, erwähnen, was für ein Fan ich von dem Song bin? Ein geiler Anfang. Ja, Mensch. Man kann das als Battle-Musik für alle einstellen, wenn man will. Ey, das ist cool. Aber ich fummel da jetzt erstmal nicht drin rum. Ich nehme das Spiel jetzt erstmal so, wie es auf mich zukommt. Und dann schauen wir mal.
Spiel einfach so, you know what, rauchen ist nicht gut. Don't do it. Mensch, eure Waffen müssen echt scheiße sein. Geil. Wieso ist das an? Graf! You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? Sie haben tatsächlich wirklich die Gesichter gefixt. Wirklich im ersten Trailer sahen die Gesichter so unglaublich schlimm aus. Ich bin mal gespannt. Devil Breaker Ausführung nimmt sie während der Ausführung des Schadens. Wird dann auch der Devil Trigger zerstört. Oh! Okay. Got some cleaning up. Sicker Shit. Kann ich aufladen. Okay. Sicker Shit. What the fuck? Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! What's the merchandise? Hey, stop bitching and take cover. Okay, die Dinger haben also so gesehen Munition? Wire Snatch. Sprung möglich. Zieh ja fast gehen, dann schwer, kannst du hier heranziehen. Okay. Wie? Ja, so ein Kreis. Okay. Abtrennen, Explosion zu erzeugen, die hilft, gefährliche Situation zu entkommen. Okay. DMC4-Feeling. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wie die Alarmanlage immer noch rumpiept. Ach so. Die liegen hier einfach rum? Okay, praktisch. Okay, die Reichweite. Grüne, die ist nicht unbedingt grün, aber ne. Alarmanlagen überall. Gott, was habt ihr alles für Alarmanlagen hier? Jesus.
Das sind eher Würfel, ja, türkis eher. Ist vorgelaufen, hat überall so Arme hingeschmissen. Ist aber alles, aber keine Kugel. Basically, ja doch. Hier noch was? Liquids? Ja, da liegt was. Und eine Kugel, oder? Hartnäckiges Mistvieh. Ach so. Die Dinger sehen verdammt geil aus. Also ich lese mir das jetzt mal nicht durch, weil ich weiß eigentlich, wie das... Okay. Ist das jetzt was anderes? Was ist denn? Kann ich das irgendwo sehen? Oh, okay, das ist nicht schlecht. Speicherpunkt? Nee, Speicherpunkt brauche ich nicht. Z-Ausrüstung? Ah, egal. Ah, ich habe den Taunt-Knopf gefunden. Das ist wahrscheinlich Trickser-Variante, so wie das hier aussieht. Oh, da ist ein Megabuster. Der liegt hier einfach rum. Echt da irgendwie... Ganz vergessen, dass ich das ja auch noch habe. Gott, man hat so viel hier. Piu, 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 piu. Kann ich das? Ich kann das aufladen wie ein Megabuster. Ich werd nicht mehr. Was haben wir hier? Sweet Surrender. Das ist auch eine der Extra-Dinger. Zitronenschuss, ja. I'm shooting lemons! Wozu braucht ein Schwert ein Gaspedal? Weil es einen Motor hat und weil es badass ist. I get it. Who brought the marshmallows? Because I'm bringing the fire. This is gonna be fun. Ach ja, genau. Ausweichen. Okay. Nimm mal bei der nächsten Mission als erster Arm den Megabuster mit. Ich finde eine 2. Knarre zu haben neben Blue Rose lohnt sich immer die. Durchaus. Ob es auch wieder Exceed gibt, also Exceed gibt, wo ich hier einfach mal mit gutem Timing schlicht und ergreifend overpowered sein kann. Okay. Yeah. Bin ich der Einzige, der Max Act nie mitbekommt? Wie? Also hier den
Wieso, es ist eigentlich immer eine gute Fähigkeit. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said City's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. So. I feel like your pet mechanic. Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Hey, you two! Dinner's ready! Be right there! Hey. Ist Kirie jetzt echt nur eine fucking Stimme im Hintergrund? I'll try to save you some. Not. You need something? Creepy guy. What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Get back inside now. Did she just taking this back? Did she just rip my arm off? Yamato? Wait. Wait. I'll leave you alone for 2 minutes. What the hell happened? Hey, boy. Ja, also in dem C4 hat er ja Yamato quasi, kann man sagen, absorbiert, so ein bisschen. Weiß es auch nicht mehr, es ist lange her, dass ich den C4 gezockt habe. So ein Puppy-Blick, ey. Yes! Ah, das ist auch nicht schlecht, dass wir so einen Zeitstrahl haben. Stimmt, ist mit seinem Arm verschmolzen. Ich wollte gerade sagen, da war doch was. Dem C4 liegt jetzt bei mir ein bisschen zurück. That's it. No more wheels from here. Alright, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? Oh, cool, post. And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Brief geschrieben habe, Schreibmaschine oder was? Alles Gute, Shoshi, kleiner als 3. Kleiner als 3. Hey, Rider, vielen Dank für die Bits und vielen, vielen Dank dir, mein Dude. Wusste ja, was genau ich tun sollte. Ich trotzdem nicht mehr vorhin, gerade der hellste. Auch wenn es mal Handwerks kann ich wenigstens ein paar Hinweise geben, die helfen werden. Das heißt nichts, nicht wahr. Ja, erstmal drauf, Namen Tony Redgrave. Wie war ich geworden? Okay. Ich nehme den ersten Platz.
fürs Erste. Und Ragnar Zero, auch dir danke für die Bits. Das Mail kannst du sehen, zum Beispiel. Okay. Hey, are we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Das ist auch mal nicht schlecht. Du kannst immer vorher aussuchen, welche Farbe du haben willst. Die extra Farbe sieht jetzt nicht schlecht aus. Ich bin jetzt nur nicht so der Fan von diesem Mega-Weiß. Deswegen gehe ich nochmal ein bisschen mit dem normalen rum. Nico kocht gut. Ja, ich... Hey, hey. I got a new arm for ya. Wann hörst du das mal jemanden sagen? Ich habe einen neuen Arm für dich. Und man darf das jedes Mal sehen. Look no further. You like pasta, right? Try this bad guy. What the fuck? What the fuck? Here, for those hard to reach itches. Das Ding sieht aus wie ein Vibrator. Gott, nicht die Gabel! Oh, und der, oh, das Ding sieht so cool aus! Anpassen. Hier kannst du rote Kugelfähigkeiten und Mittel kaufen, Ausrüstung einer benötigt zum Kämpfen. Weiter oben. Hier kannst du Fähigkeiten kaufen. Können nicht rückgängig gemacht werden. Okay. Mein Vorrat an Devilbreakern aufstocken, wenn spezielle Fähigkeiten im Kampf helfen werden. Okay, anpassen. Hier kannst du deine Waffenausrüstung verwalten, bearbeiten, Kombination finden und ein bisschen deinen Kampfstil passen. Und Objekte. Können wir das Ganze jetzt natürlich hier richtig easy machen. Durch den fucking Pre-Bonus. Aber irgendwie wäre das, glaube ich, nicht so richtig cool. Ich habe eine goldene Kugel, die behalte ich jetzt auch erstmal. Oh, das Gefühl, das werde ich brauchen. Ich versuche mal nicht so overkill zu gehen. Ach, die kosten ja gar nicht so viel. Okay, die, jetzt hier der Pasta Break. Pasta Break. Der Nero beim Pasta essen helfen soll. Aber der Arm ist nicht sehr praktisch. Wozu? Mit Kirie im Hinter... Oh, wow! 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 Haut und Webe... Wow! Wow! No! It's a fucking dildo! It's a fucking dildo! Den ganzen Arm! Okay, sorry. Alle Devil Breaker. Oh Gott. Zeichnen sich die Beweglichkeit aus. Das ist quasi eher so ein, wirklich eher ein Dash. Muss irgendwie seine Nudeln essen. Wir gehen erstmal, wobei, nee, komm. Wenn, dann gehen wir Full Ham. Okay. Ach so, ich habe jetzt noch welche auf Vorrat, okay. Ist eine Nudel für Kirie. It's a fucking dildo. It's a fucking dildo. Alter, ich... Achso, nein, nicht Anpassung abschließen. Ach, fuck. Kann ich nochmal zurück? Ich habe mir jetzt keine Fähigkeiten oder so gekauft. Ah doch, ich kann nochmal zurück. Okay. Ansonsten wäre Missionsstart. Ja, ich will aber nochmal die Fähigkeiten mir durchgucken. Da war ich gerade ein bisschen voreilig. Fuck.
Schön, ich habe einen fucking Dildo. Wunderbar. Das ist Laufen, Tablehopper. Tablehopper haben sie verändert. Tablehopper war doch was anderes eigentlich. Aber das ist eigentlich immer praktisch. Tablehopper 2. Wire Snatch. Problem ist, ich bin ganz ehrlich, ich will eigentlich noch nicht so... Wobei, ich habe schon einiges an sich so bekommen. Airhike ist immer noch teuer as fuck. Komm erstmal Wire Snatch 2. Das ist das Einzige, was ich nicht so mag, dass ich hier so einen enormen Vorteil schon habe. Extra Provokation. Nur einen hohen Preis gezahlt. Das erhöht den Stilrang mehr als eine normale Verhöhnung. Aha. L3 und gedrückt halten. Okay. Blue Rose. Color Up. Gedrückt, um Personenanzeige aufzuführen, sobald die Anzeige voll ist. Hier sind 3 Schüsse zur Verfügung. Ja, doch. Ich werde versuchen, jetzt mal nicht unbedingt schon die vollen 100.000 zu nutzen, weil ich finde irgendwie, das wäre nicht fair. Weil da habe ich gestern nicht drauf geachtet, als ich das runtergeladen habe. Split kenne ich noch von damals. Streak ist quasi Stinger. Das ist super praktisch als Gap Closer. Combo B. Das war auch gut. Was? Weiß irgendwer, wer mit dem C5 gespielt hat, was Sweet Surrender ist? Es ist ein Dildo. Es ist ein Dildo. Da brauchen wir gar nicht drum rumzureden. Es ist ein fucking Dildo. Max Act. Aktiviere ist im perfekten Timing. Ach, das ist Max Act. Machen wir erstmal Exceed. Erstmal. So, und mehr gebe ich jetzt nicht aus. Mehr gebe ich nicht aus. Ich will mir das Ganze nicht zu leicht machen, einfach. Das. Ne? Ist aber nicht sehr advertiser-friendly. So. A fucking dildo. Also, eigentlich hätten wir jetzt Hol damit schon auf ganz andere Ideen gebracht. Mein, bei Hol und mir ist eigentlich, wir haben einen Running Gag. Den ganzen Arm, Kille, je! Den ganzen Arm! Und niemand versteht diesen Insider. Und an sich sollten wir froh sein darüber, dass ihn niemand versteht. Das Ding sieht auch so cool aus. Gudi, gudi. Kann ich? Ja! Wie cool! Willkommen in der Demo. Ach ja, Insider. Den ganzen Arm! Warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Okay, man muss wirklich mehrfach drücken, damit das funktioniert. Mit dem Passer rührst du den Gegner in dem Gehirn rum. Das ist absolut unsportlich. Ah ja, Ranks. Savage. Gibt's nur S? Nicht Double, Triple S? Definitiv die anderen Kombos zulegen. Gameplay ist so gut.
Oh, Gameplay. Ja, ich kenne den Film ja halt selber schon, also... Kennen tue ich den Film ja, Devil Trigger. Ich höre den ja auch immer, den habe ich in meiner Spotify-Playlist. Und ja, den Film gibt's auf Spotify, auf Spoofy. Also, gibt es jetzt hier nicht mehr Double S und Triple S? Oh, da war noch ein Schuss drin. Kommst du jetzt mal aus der Ecke da raus? Dankeschön. Das ist doch hier... Ja, aber die Beleuchtung auch. Alter, nice. Wo die roten Kugeln wachsen. Den ganzen Arm, Kire. Den ganzen Arm. Das Ding klingt so fucking gut. Not making it easy for me, huh? Es gibt immer noch Double und Triple S. Okay. Ich habe nur noch nicht gut genug dafür. Oh. Oh. Oh, das ist mal ein Callback. Stimmt, so kann man das Ding benutzen. Das ist ein richtig geiler Throwback zu den DMC3-Gegnern. Die sind fast genauso aus, nur krasser. Ach ja, stimmt, die Fähigkeit habe ich mir noch nicht geholt. Dass der Theme auch so geil ist, ne? Bewirf sie mit Billardtischen, bis sie heulen. Das Schlimme ist, ich weiß, dass es eine Option ist. Willst du die Cam nicht wieder anmachen? Will ich? Wollt ihr das? Was wollt ihr denn damit? Mein Gesichtsausdruck ist sowieso nur, ne? Die andere Seite des Glory Halls, also von daher. Ja, mal machen. Fine. Fine. Fine, Moit. You want to see my voice, Moit? And you get to see my voice, Moit? Okay, Moit. Vegemite. Mega Buster. Mega Buster! Wie hat man es geschafft, dass eine Waffe so gut klingt? Mein ja nur. Was war das denn? Ich kann Leute dropkicken? Oh, das muss ich ausprobieren. Ach, hier geht's durch. Die Tür gar nicht gesehen. Weil ich müsste dann die ganze Zeit meine Kamera machen und ausschalten, weil hier überall Cutscenes sind. Ein anderer Springer nimmt. Warte mal, was? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tatsache, springt wie Mega Man sogar. LOL. Das ist mir ernsthaft gerade nicht aufgefallen die ganze Zeit. Solche kleinen Kniffe.
Whatever shall I do? Yeah, I can make this work. So. Ugh. Nidhogg Larve. Airrider, danke für die Bitch, mein Dude. Einfach Jump Force geholt und kein DMC5. You did a big oopsie. Hey, Neggy. Jump and shoot, man. Jump and shooting. You know, just jump and shooting. Kann ich echt nicht irgendwie die Dinger mal durchschalten? Also man muss so einen Buster echt wegwerfen, damit man einen anderen nehmen kann, scheinbar. Man kann sich nicht aussuchen, welchen man wegwirft. Schade. Das nächste zielt, verirrt hast. Oh, okay. Aha. Ich kann also denn. Ah, praktisch. Kann ich also sehen, was optional und optimal ist. Allein der Walk Cycle. Nächster bitte! Oh Jesus, Austria for Life, vielen Dank, dass du einfach mal fünf Leuten Sub geschenkt hast, mein Dude. Vielen Dank! Nächster bitte! Die Subwelle. Jetzt geht's los hier. Wer denn alles? Dallas, Maxi Gamer, Neo Shadow Tobias. Nächster bitte! Best Chatman. Und Nessa, vielen Dank auf jeden Fall. Holy shit. That's a lot of love. Nächster, bitte! That's a lot of Nächster, bitte. Dass hier vor allem alles zerstörbar ist, ne? Nächster, bitte! Ich find's sowieso, ich hab den einen der besten Sub-Sounds überhaupt. Mein, ne? Können wir darüber arguen? Ich glaub, ja. Sollten wir das? Nein. Ich will mich aber halt umgucken. Wenn man springt wie Mega Man, man ist eigentlich Mega Man. Also Capcom fängt langsam echt wieder an, so sich zu erinnern, was Leute an ihnen mögen. Alles klar, Bibi, bis denn. Oha. Oh. Yeah. Jetzt kann man warten, bis ich nachher mehr Kombos hab. Bist du nicht in der Config? Nö. Also wenn ich hier so jetzt mal was hab, wo ich selber noch nicht gespielt habe oder halt Yakuza Zero, dann ja, hänge ich meistens alleine ab. Also ich bin meistens so in der Konfi, wenn es irgendwie Streams sind, wo nicht wirklich Story-relevant sind oder, ne, wo was ist, wo ich schon kenne, etc. pp. Da ich DMC5 ja hier jetzt zum ersten Mal spiele, ne, oh yeah.
Jetzt will ich nur in den Kopf. Ja, aber dann ist ein bisschen doof, weil es ist eine Cutscene und dann reden Leute drüber und dann. Nee, okay, das mache ich auch, aber. Geheimmission. Manche Wände bedenken, Boden, Muster, wenn in beiden Richtungen Position und Winkel betrachten. Aha. Okay. Aha. Das reicht noch nicht? Ach so. Was, 70 Views? What the fuck? Und wie komme ich da jetzt rein? Shit. Da immer habe ich den Megabuster noch. Ach so, okay. Ist nur der richtige Winkel. Hat er mit links geschwungen? Ich glaub, ja. Doch, hat er, glaube ich. Und hast du ja vielleicht nochmal vielen Dank für deine Spende, mein Dude. Schönen Samstag, Shadow und Chat D. Wird man doch gleich wieder jump and shoot, man. Okay, du hast mir ein bisschen zu viel Range damit. Jetzt habe ich gar keinen Arm mehr. Ich habe echt einen Dropkick. Achso, aber ranziehen kann ich trotzdem noch. Mir fehlen dann halt nur die Sondereffekte. Ich sehe jetzt erst, dass deren Gegner, die Lebensanzeige von denen quasi mit dem Anvisieren angezeigt wird. Nice. Sehr schön. Okay. Noch haben wir wie einen anderen Devil Breaker. I don't know. Ja. Jetzt noch ein Piledriver oder ein Suplex. Oh ja. Und dann haben wir hier aber ein feuchtes Problem. Shotgun Dropkick, aka Finn Balor. So in etwa, ja. Okay, aber die erste soll wahrscheinlich wirklich nochmal. Ich habe so das Gefühl, dass später wieder denn solche Geheimmissionen, wo einfach nur pure Abfuck sind. Aber bislang, sie haben es echt hingekriegt, dass das, also hier das Level-Design ziemlich klaustrophobisch ist, aber trotzdem noch, gut machbar. Sandwich. Oh, waren ein paar viele hier. Jesus. Okay. Okay, der Dropkick ist echt nicht gut. Dass die Waffe so gut klingt, ey. Man benutzt sie denn halt auch so gern, wenn sie so gut klingt. Mensch, auf einmal ist es Tag und was auch immer. Das ist so, ich krieg so Bloodborne-Vibes.
Ich hab diesen scheiß Baum, ey. Blöder Kackbaum. Das Spiel einem auch anzeigt, wie viele Stilpunkte man hat. Ja, ziemlich praktisch hier, wenn man, Dings. Wahrscheinlich nach Rankings arbeiten will. Also halt für Platin und all das. Achso. Okay. Geh woanders lang. Schon verstanden. Fühlt sich so unglaublich gut an. Das Gameplay ist so nice. Ich muss mir auch dran denken, dass ich die Dinger in die Luft jagen kann für Schaden und ne so Get Off Me Attacks. Müssen wir mal langsam angewöhnen. Hier liegt einfach ein Megaboss da rum. Das ist doch mit das Geilste. Es liegt denn einfach teilweise so ein fucking Megabuster hier in der Gegend. Hey, Flo. Macht maximal süchtig. Es macht echt süchtig. Oh, shit. Ihr seid ja ein paar eklige. Okay. Aufhören, die Taste zu drücken, ey. Ja, okay. Wow. Wenn es nicht From Software ist, ja. Jetzt kommt noch ein Seesack, Mann. Ja, genau. Das Spiel sagt, Rauchen ist böse. Und ich finde das gut. Wenn du rauchst, kommst du in die Hölle, bevor du stirbst. Thanks. Das Spiel sieht auch verdammt geil aus. Schau sie den. I guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third ring room? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle on over. Oh. Okay. Okay. This is something. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Darauf wäre genauso beschissen wie Shadow. Halt die Fresse. Stimmt doch gar nicht. Ich kaufe mir jetzt mal einen Pasta Breaker. Fuck you. Ach nee, ich habe ja noch welche rumliegen. Warte mal.
Pasta Breaker. Dann nehmen wir mal ein Dildo mit. Und ja, noch ein Mega Buster. 3000. Ich will mal ein paar neue Fähigkeiten. Genau, den Angriff. Den will ich immer die ganze Zeit machen, bis ich realisiere, dass ich ihn gar nicht habe. Genau wie den hier. Dann auch wenn du nichts upgraden willst, schau, welchen Nikos erscheinen. So, okay. Kann mir beides gerade leisten. Falsch, kann ich nicht. Aber gut, das habe ich jetzt wenigstens. Dass der Affe immer noch viel Schaden macht. So in etwa. So kann man es auch sagen. Okay. Fucking Pasta-Arm. Das war eine Kugel. Ich wollte gerade sagen, da hängt einfach Zeug in der Luft. Ah, da war noch Geld. Fuck. Das ist so geil. Human! Oh boy. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Süß. Wie ein Kind mit einem Trotzanfall. Weißt du, andere essen in aller Ruhe. Aber er schiebt sich direkt in den Magen. So geht's auch. Hey, do you do parties? Oh, das wird witzig. Gott, allein Blue Rose macht eine Menge Schaden an dem Ding. Okay. Und wow. Shit.
Jesus. Okay. Springen wir aus Versehen. Das ist schon nice irgendwie. Mein Nudelarm. Jupp. Nach dem hier. Das ist nochmal ein Dildo. Ich habe ihm einfach den Stein weggeschossen. Ich gehe hier drauf. Ich kam hier nicht weg, danke. Oh, ich überlebe doch, okay. Jetzt kommen wir da doch nicht mehr zu. Ich wollte das gerade machen, da hat er seinen dummen Laserangriff gemacht. Jesus, hartnäckiger Bastard. Geht doch. Gut, dass da Energie rumlag. Mann, ich wollte ihn ausprobieren. Der Arm heilt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet in dem Moment. Ich meine, es... Burn. Dirty burn. Okay. Kylo Ren. I have to pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then... I expect he's not much more than Glyphod pollen by now. A what? Glyphod.
It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Dämonenmoskito. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Demon dick. Amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Die Frau. Is this on the mission? Okay. Yeah. Denn Nico hat echt zu viel Spaß an ihrem Job. It's a demon dick. Dick made from demon. Das wie Rowan Atkinson. Wird ja mal besser. Ich meine, wie muss man mir noch verkaufen? Also, ne? I think we should split into two groups. And cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich in einem Devil May Cry solche Upbeat-Musik höre, so. Whether it's a gun. Questions? Huh? Little cheeky. I'll take my leave now. Alle denken sich so, boah, Alter, Rauchen stinkt. I'll see you at the bottom of the Clifod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. Ja, im Anime, aber, ne? Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Ein fucking Bohrer? Dämonenbohrer? Oh. Oh, mal gucken hier. Gigadrill, wahrscheinlich. Hey, hey. I got a new arm for ya. I got a new arm for ya. Punchline. A masterpiece. Ooh. One of my finest. Okay, let me see. Oh, man kann mehrere Sets haben? Nee, wait, what?
Nikos Spezialset. Hier. Das ist tatsächlich Rocket to Punch. Durch die Stärke, durch die Deckung. Auch nice. Leider habe ich kein Sweet Surrender mehr, ne? Das Ding heilt wahrscheinlich einfach nur, aber es ist immer noch ein fucking Dildo. Okay. Bin eigentlich mit dem Set soweit zufrieden. Na, Devilbreakers brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier kann ich mir 35.000. Uiuiui. Uiuiui, TV. Ich kann jetzt natürlich auch Exceed 3 holen. Geld haben wir. Das mache ich sogar. Jop. Nein. Yes. Ach, Calibur. Yep, das passt soweit. Alles klar, Draghi, bis denn.